eure Becky und ich bin am Start mit einem neuen Video für euch. Ich dachte mir, wir schauen uns diesmal so richtig skurrile, verrückte, irgendwo auch lustige Spielzeuge an. Und ja, auf jeden Fall will ich nicht so viel labern und wir fangen direkt damit an. Busch. Was soll das bitte darstellen? Was soll das bitte für ein Tier sein? Und warum wird sowas verkauft? Also ich meine, daneben ist ein ganz normaler Hund. Aber was ist das bitte für ein Tier? Wie kommt man bitte auf sowas? Wer auch immer das hergestellt hat, der muss nicht mehr ganz irgendwie sauber im Kopf sein, weil wieso sollte man sich auch ein Kuscheltier holen, was eine Mischung aus Giraffe, Elefant, Zebra und Leopard ist? Wow, wunderschön. Und so eine Oreo-Barbie. Also ich wusste ja, dass es so richtig verrückte Barbies gibt und so, aber eine Oreo-Barbie habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott, seht doch komplett diese ganzen Klamotten davon an, ne? Sehr, sehr viel Merch am Start. Unicorn Poop. Magical. Und dann noch ein glitzernder Kackhaufen drauf. Was soll da bitte drin sein? Irgendwie Glitzerschleim oder so? Aber eigentlich finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, das gefällt mir noch am ehesten. Irgendwie ist die Verpackung ganz ansprechend. Ja klar, der Kackhaufen und so. Ich weiß nicht, wieso sollte man auch mit Einhornscheiße spielen? Wer von euch würde sich auch die Einhornkacke holen? Also, ich wäre mit dabei, ja. Das würde ich mir schon eher holen als das andere. So viel zum Thema Einhorn. Oh mein Gott. Kauft der Katze einfach ein Unicornhorn, den man aufpusten kann und setzt es ihm auf den Kopf. Aber guckt einfach mal. Vorstellung, ja. Auf dem Bild, die Katze sieht total normal aus, total happy. Und dann in Realität, die Katze ist einfach nur scheiße drauf und denkt sich nur so, was soll die Kacke? Warum setzt du mir so einen Scheiß auf den Kopf? Mach das doch bei dir selber. Wozu setzt man einer Katze bitte ein Einhorn auf? Das ist so unnötig. Oh mein Gott, die Katze tut mir so richtig hart leid. Oh mein Gott, jetzt sehe ich das erst. Ich dachte, er ist so normal, irgendwas zum Aufpusten. Aber guck mal bitte, wo das Ding ist zum Aufpusten, Leute. Sag mal, können diese Leute, die das herstellen, nicht ein bisschen klar denken? Weil genau im Schritt so... Ich glaube, wenn ich das sehen würde, ich fände es leicht verstörend. Oh mein Gott, das ist ja wohl der horrormäßigste Elmo, den ich jemals gesehen habe. Ich meine, ich liebe Elmo. Elmo ist total süß, aber bei dem ganz rechts außen, ja? Erstmal der Blick und dann sieht das einfach mal total falsch aus, wie er seine Hände um seinen Hals hat. Das sieht nicht mehr normal aus. Und bei dem zweiten erst recht. Oh mein Gott, was ist das bitte für ein Zufall? Also würde ich diesen Elmo geschenkt bekommen, ich würde mir ernsthaft Gedanken machen. Ich hätte Angst vor ihm. Ich hätte wirklich Angst vor ihm. Jede Nacht. Bitte. Oh, bitte. Die können das doch nicht so an Kinder verkaufen. Was soll das jetzt sein? Gleichzeitig noch Naturkunde an Spielzeugbeispielen? Als ob man das nicht irgendwie anders in die Packung tun könnte. Nein. Es muss ausgerechnet so sein. Wie versaut sind die bitte? Oder denke ich jetzt einfach nur zu versaut? Kann natürlich auch an mir liegen. Aber Leute, ihr seht dasselbe, was ich auch sehe, oder? Das ist so falsch. Das ist einfach falsch. Aber okay, naja. Es ist nur ein pinkes Glitzerschwert mit Herzen. Nichts anderes. Denkt bitte nicht falsch, ja? Normales Design. Was sollte es denn sonst sein? Nein. Es ist nicht süß. Es ist gar nicht süß. Das ist einfach nur horrormäßig. Egal wie flauschig und rosa es ist. Das ist ein Killerblick. Oh mein Gott, ich dachte erst so, okay, ein bisschen ranziges Spielzeug, aber guck mal bitte auf dieses Gebiss. Es ist so eklig. Und das soll von dem Kind einfach mal das Lieblingsspielzeug sein. Bah, Alter, die Zähne kannst du ja schon putzen, Mann. Das ist so eklig. Seit wann hat auch ein Tintenfisch solche Zähne? Nein, Leute, ich nehme alles zurück. Das ist das Unheimlichste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und guckt einfach mal jetzt bitte auf den Soldaten da hinten. Man sieht einfach, wie viel Angst er hat. Man sieht es in seinem Blick, ja, dass er richtig Angst vor dieser Horrorpuppe hat. Wie kommen aber eigentlich Leute bitte auf solche Designs und solche Puppen? Ich meine, es ist doch klar, dass jedes Kind Angst hätte. Selbst 1940 oder 1920, ja, hätte jedes Kind Angst vor so einer Puppe gehabt. Ich denke mal, diese Puppe ist besessen von irgendwas. Boah, Alter, was ist das für eine Puppe?
Ich weiß ja, dass hier einiges verrückt ist. Ja, aber das ist mega verrückt. Ich weiß nicht, ob ich ihn unheimlich finden soll oder einfach nur lustig. Wie kommt man bitte auf dieses Gesicht? Ist das irgendein Promi oder so? Oder hä, wieso sollte man so einen erwachsenen Mann in so ein Kostüm stecken und das an Kinder verkaufen? Das ist das Seltsamste, was ich jemals gesehen habe. Aber schlimmer finde ich es, dass es Leute wirklich anscheinend gekauft haben. Er sitzt da im Café, ne? Das heißt, irgendein Kind hat ihn wahrscheinlich als Puppe. Ja. Spiel einfach mal jetzt schon den Knastbruder mit deinem Teddy. Indem du dein Gefängnis da aufbaust, sogar mit Schloss, sehr echt. Wer macht ein lustiges Kindergefängnis? Das ist nicht lustig. Also manche Spielemacher, weiß ich nicht, die sind wirklich irgendwie neben der Spur. Die waren wahrscheinlich selbst mal im Knast und fanden das toll. Wieso sollte man das sonst anbieten? Sind das irgendwie dieselben, die auch dieses Gefängnis gemacht haben? Jetzt gibt es natürlich auch noch die Zwangsjacke für Kinder. Wow, also... Wer hätte sich das gerne freiwillig angetan? Ich nicht. Das kannst du einfach nicht bringen als Kinderspielzeug. Das ist doch voll daneben. Das ist richtig daneben. Was ist daran jetzt ein bisschen unheimlich? Also, es sind zwei Puppen in einer. Du kannst sie von einem jungen Mädchen in wenigen Sekunden zu einer Teenagerin machen. Jetzt sehe ich das erst. Hä? Wie haben die das gemacht? Du kannst sie einfach mal, ja, Brüste machen und... ein bisschen größer. Wow. Die sieht aber einfach insgesamt einfach gruselig aus. Also in der Packung geht's noch, aber danach mit diesem fusseligen Haaren und alles, das ist unheimlich. Viele regen sich ja auf, dass Barbie übertreibt, aber das Ding ist ja mal noch schlimmer. Iiii, oh mein Gott, ist das eklig. Guck einfach mal diese eklige Puppe an. Was ist das? Halb Baby, halb Teddy. Alle Puppen sehen eklig aus. Wo werden die bitte verkauft? In so einem Antiquitätenladen? Oh mein Gott, seht ihr dieses Gesicht hinter diese gruseligen, keine Ahnung was, Puppe da in der Mitte? Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt die zu Hause. Alter, die haben eine Verschwörung gegen euch. Die werden euch nichts Gutes tun. Wer von euch kennt auch diese komischen Teile da? Ich weiß nicht, warum man mit sowas ab und an gerne spielt, aber ich weiß auch nicht, die sind irgendwie total unnötig. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so schon so... Ich weiß nicht, ob es schon so war und so aussehen soll, anscheinend schon. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Ja gut, ich weiß nicht so ganz, was das sein soll. Da haben wir ja schon wieder was mit Einhörnern. Und die Puppe hat einfach mal ein kleines Mini-Einhorn-Pony. Das ist so süß. Und... es kann sogar Regenbogen kacken. Wie geil ist das bitte? Es sieht zwar so aus wie so Ostereier, aber wie cool ist das? Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ja gut, man kann jetzt sich darüber streiten, ob man das irgendwie sinnvoll findet oder nicht. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Wer bietet sowas an? Vor allem sieht das einfach mal so richtig realistisch aus. Oben links. Wer tut das solchen Babypuppen an? Die einfach so in solche... Boxen reinzustopfen und so zu verkaufen. Das ist ja wohl das Schlimmste ever. Ich beobachte dich ständig. Aber er ist so süß. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Hättet ihr dieses Kuscheltier, ihr würdet euch wirklich auch immer beobachtet fühlen. Guckt einfach mal in seine Augen. Aber der ist so süß. Im Gegensatz zu allem anderen, was ich jetzt gesehen habe, ist das wohl das harmloseste und niedlichste Kuscheltier. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben schon wieder so eine Puppe. Und diesmal hat sie nicht ein kackendes Einhorn, was irgendwie Regenbogen kackt, sondern ein rosa Kaninchen, was Glitzer ausscheidet. Aber das sieht halt auch wieder aus wie Eier, ne? Glitzern die überhaupt so richtig heftig? Ich weiß ja nicht so ganz. Also da finde ich das mit dem Regenbogen ein bisschen besser. Aber ja, ich finde das irgendwie genial. Warum gibt es solche Kuscheltiere? Boah, nee ey. Warum gibt es so einen Teddybär? Ist der irgendwie aus irgendeinem Greifautomaten auf dem Jahrmarkt? Da kann ich mir gut vorstellen, dass es sowas gibt. Ansonsten ist das ein bisschen seltsam. Vor allem, du hast sowas zu Hause. Was ist das bitte für ein Kuscheltier? Happy Childhood und das Ganze ab 3, das ist leicht verstörend. Also eigentlich ist die Idee ja nicht schlecht und so auch mal mit blonden Haaren, aber welches Baby? Wie alt soll das Baby vielleicht sein? Ein paar Monate? Warum hat sie dann so eine platinblonde Mähne? Das sieht so fake aus. Sieht einfach mal aus, als hätte das Baby eine Perücke auf. So sieht das aus. Ist es vielleicht auch noch geschminkt?
pinker Lippenstift oder so. Also langsam denke ich mir echt meinen Teil über diese Leute, die sowas machen. Das muss ich sagen, ist einfach mal das Coolste. Das Coolste von allem, was ich bislang gesehen habe. Wer hätte auch sowas gerne? Im Winter, so geil. Es fehlt nur ein bisschen Schnee, ne? Im Winter haben wir am meisten nie Schnee. Aber wenn man irgendwohin Urlaub macht mit Schnee, dann braucht man das. Allein, wenn du das als Kind irgendwie benutzt, musst du voll eklig sein. Auch noch looks like the real thing. Das ist so eklig. Make your own poo. Ich meine, ich wusste ja, dass es richtig viele verrückte Sachen mit Knete gibt, aber sowas Ekelhaftes. Und wenn wir schon dabei sind, braucht ihr ein paar neue Kuscheltiere, dann kauft euch bitte Pi und Poo. Das beste Spielzeug für beste Freunde. Kann man sich aufteilen, ne? Der eine kann Pi nehmen, der andere Poo. Also von wegen, Einhörner sind so lieb und harmlos. Das ist nicht mehr normal. Aber du kannst dein magisches Horn noch austauschen, ne? Wenigstens das, mit coolen Extras. Oder wolltet ihr schon mal eine Crazy Cat Lady Actionfigur? Dann holt euch sowas. Oh mein Gott. Die Katzen sehen einfach mal genauso verrückt aus wie sie. So Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr am skurrilsten, abartigsten, komischsten fandet. Und habt ihr selber auch schon mal so ein richtig komisches Spielzeug geschenkt bekommen? Dann schreibt es mir auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb und bye!